Ich bin der Robin. Meine Aktion war, Creme verkaufen. Und mit meiner Großmutter habe ich Apfelringe gemacht für Kinder in Bangladesch. Ich bin immer gerne in der Natur. Und dann habe ich gedacht, Creme hätte die Leute sicher gerne. Und so konnte ich dann eben helfen. Und die haben Spitzwegerich drin, ganz verschiedene Heilkräuter. Gegen Wunden, gegen Schürfungen. Ich habe Bücher geschenkt bekommen. Dort habe ich auch ein bisschen nachgeschaut, dass ich die Creme nie tun kann, was nicht gefährlich ist. Und sie schmecken auch gut. Ich habe immer ein paar Kräuter gemischt, immer ein bisschen andere Mischungen und habe auch Namen gegeben. Zum Beispiel habe ich mal mit Rosen gemacht, damit es nach Rosen schmeckt, die Creme. Oder Lavendel drin, dass sie in die Richtung geht. Und mit meiner Großmutter habe ich Apfelringe gemacht. Dann kann man einfach Äpfel abeinander schneiden und dann im Dörex innen dürren. Und dann kann man sie schöne Säckchen abfüllen und verkaufen. Ich heiße Elena und meine Aktion für die Sternenwoche war ein Adventskaffee. Wir wollten mal etwas anderes machen und ich habe schon immer gerne so serviert und verkauft. Und dann habe ich mir gedacht, es wäre doch ein Adventskaffee etwas. Einfach, weil es dann auch ein gutes Gefühl ist, wenn man weiss, man hat Kinder in Not helfen können. Also zum Trinken hatten wir Kaffee, Punsch, Tee und einen Haufen kalte Getränke, die wir im Voraus einkaufen. Und zum Essen hatte es einen Haufen Gütsi und Kuchen. Meine Mutter und meine Schwester haben geholfen und auch bei den Küchen noch meine Tante und meine Großmutter, dass wir dann sicher nicht zu wenig haben. Es sind den ganzen Tag etwa 50 vielleicht gekommen. Also ja, es war sehr unterschiedlich. Ein paar sind gekommen, wieder gegangen. Ein paar sind den ganzen Namen bleiben hocken. Also die Leute haben sehr die Küche und die Gütsi geräumt. Aber auch der Punsch, sie können es mir vorstellen, selber mal einen Kaffee zu führen. Aber ja, der eher nur im Service und nicht unbedingt hinter der Küche. Ich heiße Noel und meine Aktion war, den Tannenbaum abschleppen mit dem Velo. Ich habe bei ihm abgebunden, hinten am, also unten am Sattel und mit einem Seil. Und das Seil ist auch am Tannenbaum angekommen. Die Nachbarn hatten sehr Freude gehabt und haben meistens ein 5 Liter oder so in den Briefkasten gelegt. Ich habe noch Lebkuchen verkauft und ich habe sie den Nachbarn verkauft. Ich habe nicht genascht. Also die restlichen Stücke habe ich schon genascht. Ich fände es eigentlich gar nicht so cool, wenn die Nachbarn würden, einen Tannenbaum aus dem Fenster rausrühren. Aber es wäre ziemlich lustig, wenn einer plötzlich über die Flügel kommt. Der Tannenbaum war eigentlich gar nicht so schwer, sondern also zum Vergleich geradeaus fahren mit dem Tannenbaum zusammen ist etwa so ohne Tannenbaum darauf fahren. Und der Abfahren ist etwa so ohne Tannenbaum geradeaus fahren. Tschüss!